Hallo liebe Gründungsinteressierte, ich freue mich, euch auch heute wieder bei einem weiteren Teil dieses MOOCs begrüßen zu dürfen. Heute werde ich tatkräftig von Bernhard Weber unterstützt. Hallo. Du hast eine tolle Geschäftsidee und mittlerweile haben wir ein stimmiges Geschäftsmodell überlegt. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Dazu ist es notwendig, Partner, Kunden, Investoren, aber auch Mitgründer vom Projekt zu überzeugen. Das heißt, du musst das Projekt präsentieren können, pitchen können. Aber was ist ein Pitch? Ich pitche euch, woran ich gerade arbeite. Meine Arbeit bei diesem MOOC konzentriert sich auf Folgendes. Ich betrachte mit der Einschränkung der reellen Zahlen R für die Variablen x, y und z im Zahlenraum von minus 3 bis plus 3 Folgendes. X² plus 9 Viertel y² plus z² minus 1 zur dritten minus x² z zur dritten minus 9 Achtzigstel y² z zur dritten ist gleich 0. Ich habe jetzt gar nichts verstanden. Naja, was ich eigentlich dazu sagen wollte, war, mein Herz schlägt für diesen MOOC. Warum sagst du das nicht gleich? Bei Pitchen, das heißt, seine Idee klar kommunizieren zu können, entscheidet meist zwischen Erfolg oder Nichterfolg eines Projektes. Das Präsentieren, sich zu präsentieren, seine Ideen zu kommunizieren, ist etwas, das muss man mit der unternehmerischen Muttermilch aufsaugen. Daher beachte folgenden 5 Punkte und dein Pitch wird erfolgreich. Erster Punkt, Leidenschaft. Pitchen ist der Transport von Leidenschaft. Der Pitch überzeugt nur dann, wenn man für sein Projekt brennt, wenn es die eigene Leidenschaft ist. Zweitens, Daten versus Emotion. Wie wir gerade schmerzlich festgestellt haben, beziehungsweise ich schmerzlich feststellen musste, interessieren sich die wenigsten Menschen beim Pitch für die technischen Details. Es tut zwar weh, aber Tatsache ist, es geht um die Emotion. Es geht darum, Anker bei den wesentlichen Punkten zu schaffen. Die Detaildaten, die musst du natürlich im Kopf haben, aber sie haben im Pitch nichts verloren. Dritter Punkt, fokussiert und einfach. Stell dir vor, die Zeit ist knapp, du hast 3 Minuten für den Pitch. Das Publikum ist laut und unruhig und du bist der 10. in der Reihe der Pitches. In so einer Situation ist es für dich und deine Idee fast überlebenswichtig, dass die Message klar und verständlich ist. Da gibt es keine lange Zeit für Erklärungen, der Fokus muss auf die Matchbälle liegen. Ziel ist es, interessant zu sein und einen nächsten Termin zu bekommen. Viertens, be prepared. Vorbereitung auf die Situation gehört zum Einmaleins. Mit wem rede ich? Was will ich erreichen? Was soll denn nach dem Pitch passieren? Wo rede ich? Wie viel Zeit habe ich? Was könnten denn für Fragen und was könnten auch für Gegenargumente kommen? Das sind alles Dinge, die du bei einem geplanten Pitch-Termin vorab klären kannst und auch solltest. Fünftens, üben, üben, üben. Naturtalente sind selten. Selbst Steve Jobs musste für seine Keynotes lange üben. Das erhöht die Sicherheit und hilft dir, die Botschaft fein zu tunen. Daher sollte man seinen Pitch zuerst vor einem freundlichen Publikum üben. Vielleicht vor Freunden, vor Bekannten, vor deiner Freundin oder auch die Oma könnte einmal als Publikum dienen. Erst dann würde ich die Echtsituation suchen. Am besten beginnt man mit einem nicht so wichtigen Termin, um Routine zu bekommen. Wenn man viel Übung hat, dann kann auch in der Hektik nichts passieren und wenn Unvorhergesehenes passiert, reagiert man ganz locker und entspannt. Jetzt kennst du die Zutaten für deinen erfolgreichen Pitch. Aber die Würze, die kommt mit folgenden Tipps und Tricks. Close your laptop. Die Vorbereitung unbedingt am Papier starten. Überleg dir einen roten Faden und dein Konzept und beginne erst dann mit der Vorbereitung der Slides. Du bist es zwar vielleicht gewohnt, aber in diesem Falle verzichte auf das Inhaltsverzeichnis. Das ist wirklich unnötige Zeitverschwendung. Die wesentlichen Punkte müssen am Anfang kommen und nicht am Ende. Oft wird die Zeit knapp und man wird im Wort abgeschnitten. Und man bringt die wichtigsten Punkte nicht mehr unter. Apropos Zeitknappheit. Überleg dir verschiedene Varianten, bereite diese vor und übe sie. Somit hast du ein S, M, L und vielleicht sogar ein XL-Version deines Pitches, je nachdem, welches Publikum vor dir steht und wie viel Zeit du dafür hast. Die Slides sollen klar, einfach und gut lesbar sein. Das heißt, wenig Text. Pitchen muss man auch ohne Technik können. Es kann der Beamer ausfallen, es kann der Laptop kaputt gehen, es kann dein Netzteil kaputt gehen oder du hast es zu Hause vergessen. Sei darauf vorbereitet, den Pitch auch ohne diese Technik
über die Bühne zu bringen. Und mach es in einfacher Sprache, nicht so sprechen, wie man schreibt. Am besten ist es, so lange zu üben, bis es klingt, als ob es nicht geübt ist. Hast du auch einen Prototypen und eine entsprechende Prototypen-Demo eingebaut? Wenn ja, toll! Aber Vorsicht, Technikfalle! Alles, was schief gehen kann, geht auch leider sehr oft schief. Sei darauf vorbereitet. Nicht mit einer Dankeslide enden, das bringt wenig. Sehr oft ist dieses Slide während einer Diskussion eingeblendet. Das kann man nutzen. Fasse die wichtigsten Punkte noch einmal zusammen und bring deinen Namen und deine E-Mail-Adresse drauf. Hast du für deinen Pitch auch ein Handout vorbereitet? Wenn ja, bedenke hier, dass es auf Schwarz-Weiß ausgedruckt werden könnte. Das heißt, es hier eine Gefahr des Informationsverlustes gibt. Und bedenke auch, dass du nur solche Informationen raufgibst, von denen du sicher bist, dass sie nicht geheim und auch nicht patentschädigend sind. Denn diese Slides könnten und sollten ja auch weitergeleitet werden, egal ob du das willst oder nicht willst. So, das war ein knackiges Modul. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt und könnt viele dieser praktischen Informationen beim Pitchen anwenden. Danke fürs Zusehen, viel Spaß beim Üben und weiterhin eine gute Reise. Und wir gehen jetzt das mit der Formel üben. So ist es. Tschüss. Startup Journey.